So bekommst du alles, was du dir wünschst. 6 einfache Regeln. Das Leben ist ein Wunschkonzert. Die sonnigen und lebensfrohen Gemüter unter unseren Mitmenschen wussten es ja schon immer. Das Leben spielt, was wir uns wünschen. Trotzdem hat es ganz schön lange gedauert, bis dieses einfache, aber wirkungsvolle Prinzip des Wünschens sich entsprechende Bekanntheit sichern konnte. Bestellungen beim Universum abzugeben ist kein esoterischer Hokuspokus und wir müssen im Gegenzug weder unsere Seele verkaufen noch einer Sekte beitreten. Das Gesetz der Anziehung kann jede und jeder einfach anwenden und zwar für große und kleine Wünsche gleichermaßen. Im Grunde nutzen wir einfach nur die Kraft unserer Gedanken und Gefühle, um das Erwünschte Wirklichkeit werden zu lassen. Die unterschiedlichsten Erfolgsmenschen, Erleuchteten und Gurus von Buddha bis Walt Disney lehren uns, alles, was wir uns vorstellen können, kann auch Realität werden. Wir möchten dir in unserem heutigen Podcast 6 absolut verlässliche Tipps mit auf den Weg geben, wie deine Wünsche erfolgreich in Erfüllung gehen. Nummer 1. Manifestieren. So soll es sein, so soll es bleiben. Diese Worte sind alles, was du über das erfolgreiche Manifestieren wissen musst. Erschaffe ein klares Bild vor deinem geistigen Auge, was du in dein Leben ziehen möchtest und wie dein Leben dann aussehen soll. Es kann sich um Liebe, Familie oder Beruf und Karriere handeln. Finanzielle Sicherheit ist natürlich ebenfalls ein Wunsch, der mühelos angezogen werden kann. Wichtig beim Manifestieren ist die positive Formulierung. Wörter wie kein oder nicht sind kontraproduktiv, da das Universum sie nicht wahrnimmt. Wenn du dir eine Liebe ohne Leiden wünschst, kommt leider nur Leiden am anderen Ende an. Wenn Gesundheit dein Wunsch ist, formuliere ihn klar und deutlich, denn keine Schmerzen mehr haben zu wollen, zieht fatalerweise nur noch mehr Schmerzen nach sich. Bediene dich dafür deiner Fantasie. Lass das Kopfkino den buntesten Hollywood-Blockbuster aller Zeiten vor deinem geistigen Auge abspielen, und zwar immer und immer wieder. Je detaillierter deine Zukunftsvisionen sind, du kannst dir auch die Gerüche vorstellen, die Berührungen und die Gespräche, desto besser wird das Wünschen funktionieren. Am besten unterwegs bist du, wenn du jetzt schon fühlen kannst, wie du dich dann fühlen wirst. Spüre die Freude, das Erfolgserlebnis, die Erleichterung oder die Euphorie, die mit der Erfüllung deiner Sehnsucht einhergehen wird. Wenn du es sehen und fühlen kannst, kannst du es auch erreichen. Nummer 2. Ziele definieren. Dieser Punkt ist wichtig. Er bewahrt uns davor, angesichts der Fülle der Möglichkeiten, die das Universum für uns bereithält, den Überblick nicht zu verlieren. Wenn du die Liebe in dein Leben ziehen möchtest, sei detailliert und so präzise wie möglich. Welche Art von Partnerschaft wünschst du dir mit welchem Typ Partner? Soll eine Familie gegründet werden? Willst du getrennte Wohnungen oder lieber ein kuscheliges Nest für 2? Wie wollt ihr eure Freizeit gestalten? Wie soll die gemeinsame Zukunft aussehen? Am erfolgreichsten bist du hier, wenn du deine Ziele handschriftlich zu Papier bringst. Wenn du dir nicht sicher bist, mach den Glückstest. Welche Variante würde dich am glücklichsten machen? Das Definieren deiner Ziele ist ungemein wichtig. Solange du unentschlossen bleibst, wird nämlich gar nichts passieren und deine Wünsche bleiben nebulöse Luftschlösser. Nummer 3. Üben, üben, üben. Die Macht liegt in ihrer Wiederholung. Sag dir diesen Satz ruhig immer wieder vor. Wenn du von einem Sixpack träumst, wird ein Besuch im Fitnessstudio nicht ausreichen. Ebenso verhält es sich mit der Realisierung deiner Wünsche. Du musst das Visualisieren zur neuen Alltagsroutine machen. Nutze jede rote Ampel, jede Pause, die Zeit vor dem Einschlafen und jeden Blick aus dem Fenster, um deine Zukunft im Geiste Gestalt annehmen zu lassen. Spüre die Berührungen, erlebe den Applaus, fühle die Sicherheit oder genieße einfach den Moment. Egal, was du dir wünschst, erlebe es jeden Tag so oft wie möglich in deinen Träumen. Dann wird es Realität. Mit jedem Gedanken, mit jedem Gefühl senden wir beständig Energie in die Welt hinaus. Diese trifft irgendwo auf Resonanz und kehrt zu uns zurück.
Je mehr Gedanken und je mehr Gefühle du auf diese Weise in die Welt entlässt, desto mehr Feedback wird sie dir bescheren. Aus diesem Grund ist es so wichtig, dass du stets positive Gedanken und freudige Gefühle ausschickst. Umgekehrt nämlich kehrt nur Schlechtes und Unerfreuliches zu dir zurück. Das Gesetz der Anziehung macht einfach nur seinen Job. Es bewertet die Ursachen nicht. Nur deren Wirkung im Anschluss fällt in seinen Zuständigkeitsbereich. Nummer 4. Überzeugungsarbeit leisten. Der einzige Mensch, den du vom Erfolg dieses Projekts überzeugen musst, bist du. Allerdings sind wir selbst bekanntlich unsere schärfsten Kritiker, wenn es darum geht, Neues auszuprobieren und die Komfortzone hinter uns zu lassen. Du musst aus tiefstem Herzen daran glauben, dass du dir dieses Leben, von dem du träumst, wirklich und wahrhaftig verdient hast. Momente des Zweifels zwischendurch sind übrigens ganz normal. Es gibt schließlich keine greifbaren, wissenschaftlich fundierten Beweise dafür, dass das Wünschen und das Gesetz der Anziehung wirklich funktionieren. Doch die Vielzahl der Menschen, die diesen unglaublichen Effekt im eigenen Leben schon erfahren durften, sollte dich immer wieder ermutigen und aufs Neue davon überzeugen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Nummer 5. Das Ergebnis visualisieren. Beim Wünschen ist nicht der Weg das Ziel. Das Ziel ist das Ziel und nichts anderes zählt. Du musst dir diese Devise immer wieder vor Augen halten. Mach sie zu deinem Mantra. Deine Gefühle und Gedanken müssen jeden Tag erneut darauf ausgerichtet sein, wo dein Leben hinführen soll. Es ist wichtig, dass du deine ganze positive Energie in jeder freien Minute auf deine Wunschvorstellung hin ausrichtest und diese gleichzeitig als Tatsache betrachtest. Eben eine, die sich noch nicht ereignet hat, die aber praktisch schon vor deiner Tür steht und nur auf Einlass wartet. Nummer 6. Vertrauen. Der sechste und letzte Punkt ist, zugegeben, der schwierigste. Glauben und Vertrauen sind die beiden Stützpfeiler, auf denen das Wünschen begründet ist. Wer einmal erfolgreich damit war, wird nie wieder daran zweifeln. Allerdings kann der Weg bis zum ersten Erfolgserlebnis lang und zermürbend sein. Wichtig: Niemand will dich testen, indem er dich warten lässt. Weder das Universum noch Gott sind grausam oder treiben ihre Spielchen mit uns. Doch gut Ding braucht Weile. Es festigt unseren Charakter, aber auch unseren Glauben an die höheren Mächte ganz enorm, wenn wir so kurz vor dem Erreichen unserer Wünsche nicht aufgeben und alles hinschmeißen. Seien wir ehrlich, was hast du zu verlieren, wenn du weitermachst? Jeder gegenwärtige Wunsch ist zukünftige Realität. Die Macht, die wir mit diesem Instrument des Wünschens in Händen halten, sollte uns eigentlich erschrecken. Wenn wir uns vorstellen, dass wir mit der bloßen Kraft unserer Gedanken und Gefühle unsere ganz persönliche Welt erschaffen könnten, ist das viel Verantwortung für einen einzelnen Menschen. Glücklicherweise tragen wir diese Last nicht allein. Wie immer haben wir das Universum und sämtliche anderen höheren Mächte im Hintergrund, die uns den Rücken stärken und für Wind unter unseren Flügeln sorgen. Unsere Aufgabe ist es, ihnen mit Vertrauen und Dankbarkeit zu begegnen, ihre Existenz anzuerkennen und die große Verantwortung, die mit dieser Macht einhergeht, zum Wohle aller zu nutzen. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gerne einen Daumen nach oben. Um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt und aktiviere die kleine Glocke. Es kostet dich nichts und wir würden uns sehr darüber freuen. Vielen Dank und bis bald!